Hat wirklich die Party an. Jawohl, Alter, what the fuck? Hey, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung, und zwar zu Firework Mania. Ja. Hier sieht man mal, das ist momentan eine Demo, ja, das ist auch alles in Early Access und ich finde so Games, finde ich eigentlich mega geil und die wollte ich euch natürlich mal zeigen. Und wir sind hier in so einem kleinen verträumten Vorort, wir können mega hochspringen, fällt mir gerade so auf. Ja, nur leider. Okay, alles klar. Das ist zum Beispiel eine Dragon Battery. Das sieht eigentlich ganz witzig aus. Was kann die denn so? Muss man ja eigentlich nur auswählen, oder? Nee, was muss ich denn machen? Jetzt kann ich sie hochheben. Oh, ich habe sie weggeschmissen. Moment. Kann ich irgendwie mit E? Oh, okay. Jawohl. Okay, das ist übel. Alles klar, ich gehe voll ab. Okay, ich glaube, die liegt auf dem Kopf. Oh, shit. Oh, shit. Das Haus wird abgeballert. Halt, stopp. Moment. Okay, das war's. Was denn hier? The Slammer. Okay, was haben wir denn? Messenger. Der sieht aber auch nice aus. Wir haben auch so Props. Crate. Ein Flamingo. Kann man da. Moment. 4 bis 6 Wochen später. So, wir haben hier den Worldstopper. Und ich habe da hinten ein kleines Ziel aufgebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die treffe. Wenn ich das Ganze mal zünde. Scheiße. Wenn das jetzt. Okay. Moment. Was passiert hier? Ja! Nee, ganz klar. Voll ins Haus rein. Okay, Moment. Wir müssen den Slammer ausprobieren. Wenn wir den hier irgendwie so ein bisschen was hier hinlegen. So, perfekt. Jetzt müsste er perfekt liegen. So. Und Zündung. Was, wenn wir den festhalten? Jawohl! Jawohl! Easy! Alles weggeballert. Gar kein Problem, ich mag gerne sagen. Bob Hardware, jawohl. Okay, ich glaube, der wurde auch leer gekauft. Er hat wohl versucht, auch einen Supermarkt-Simulator aufzumachen. Wir blenden hier mal ein bisschen was drin. 346 Minuten später. So, ich habe ein bisschen was rumgespielt. Ich bin. Das ist ein bisschen was viel geworden. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben hier den Chinese Wall. Und wir haben hier so ein paar Messenger Battery, ja. Und dazwischen sind noch ein paar Worldstopper und ein paar Slammer. Und natürlich nicht die Viper zu vergessen. Hinten packt schon eine rum. Ich bin mega gespannt. Wenn wir die jetzt einfach mal anzünden. Und ich weiß nicht, was damit passiert mit dem Laden hier. Da geht die Party an. Jawohl, Alter, what the fuck? Was ist das hier? What? Ja gut. Ich würde sagen, das ist nicht mehr Bob Hardware. Oh mein Gott, der Schild ist voll weggeflogen. Egal. Alter. Die ganze Tür ist weggeflogen. Wo ist die Tür hin? Der Pult ist einfach durch die Gegend geflogen. Der Flamingo liegt hier noch. Ach du Scheiße. So, der Nachbarszorn kommt hier noch mehr da rein. So. Perfekt. Lol. Okay, alles klar. Und da kommt natürlich eine gemütliche Viper mit rein. Wow, wow. Okay, alles klar. Die Pakete fliegen einfach so wieder raus. Man kann sogar einfach den ganzen Truck hier auseinandernehmen. Und wegschmeißen. Oder kann man den wegschmeißen? Hat so ein bisschen was von Garry's Mod. What the fuck, was passiert hier? Hilfe. Oh, geil. Ja, hier. Ein Barbecue-Treffen. Richtig cool. Kann ich mit der Rakete das Ding treffen? Moment mal. Komm mal her. So. Ja, du bist natürlich richtig falsch gefallen. Scheiße. Das muss ich so machen. So. Das müsste doch funktionieren, oder? Na komm. Fast. Die hat zu lange Zeit gehabt.
Wir müssen den Timer runterschrauben. 50 Sekunden, oder? Warte mal, was passiert denn dann? Explodiert in 50 Sekunden? Oh, die hebt gar nicht ab! Alles klar. Ja, es gibt auch schwarze Schafe in der Familie der Böller. Oh shit! Oh shit! Und tschüss. Alter, wie hoch geht der? Holy moly. Moment mal. Kann man die Dinger so endlich weit fliegen lassen? Ach, der zündet dann erst nach einer Minute oder so, ne? Ein Baumhaus? Ich hab eine super Idee. Der Messenger, ja? Jedes Baumhaus braucht eine gute Message. Das gefällt Trump. So. Let's go. Alter, das Baumhaus. Oh Gott. Passiert da was? Das ist so unfassbar laut. Oh mein Gott, das blinkt aus. Jetzt geht's. Das Baumhaus ist wieder. Holy moly. Ach du Scheiße. What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott, direkt neben mir. Falls ihr natürlich neu auf dem Channel seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, den dann zu abonnieren. Es kommt noch mehr abgedrehtes Zeug auf diesem Kanal. Lasst euch überraschen. So, was hat mir die Chinese Wall, ne? So. So, ich bin mal gespannt, ob wir damit das Spiel zum Crashen bringen können. Ich habe gerade nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wo das Feuerwerk hin ist. Muss ich mal kurz, scheiße, gucken, wo sie das versteckt hat. Da unten ist es. Da. So, wir stellen es mal auf 5 Sekunden. So, und weg hier. Schnell, spring! Hm. Habe ich mir irgendwie spannender vorgestellt. Nur wenige Minuten später. So. Ich habe ein bisschen was rum experimentiert. Wir haben jetzt hier eine kleine, ein kleines Lager an Raketenplünder, ne? Was die Polizei festgenommen hat. Ein illegales Feuerwerk, Material. So, und dann haben wir hier eine kleine Zündspur gelegt in das heimische oder in die heimische Tankstelle, wo die Zündspur dann ins Lager geht. Und ich bin mal gespannt, ob der Laden das hier aushält. Und ob überhaupt die Zündspur so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, ich setze mal einen Zünder auf 10 Sekunden und würde sagen, lauf. Oh Gott, das will ein Lauf. Oh mein Gott, lauf. So, lass die Spiele beginnen. Also im Blickfeld, perfekt. Komm, fang an. Da fängt's an. Wunderschön. Es könnte jetzt ein bisschen was laut werden. Schon mal gut los. Oh, die Zündspur wurde ausgelöst. Aber nur bis zur Hälfte. Da geht auf jeden Fall Schweine los. Eine wurde aktiviert. Aber eine reicht uns nicht. Wie hinten alles explodiert, what the fuck? Oh mein Gott. Es hat nachgelassen, es hat nachgelassen. Ich glaube tatsächlich, der Spuk ist vorbei. Hätte ich nicht gedacht. Da ist wohl irgendwo eine Fehlkonstruktion drin. Das ärgert mich ein bisschen was. Guck mal, hier hat er zur Hälfte überhaupt nichts ausgelöst hier. Da ist ja noch alles fresh. Huh! Er hat beschossen, okay. Das sieht doch schon viel besser aus. Holy shit! Holy shit! What the fuck? Das geht dermaßen. Holy shit! Das geht ja. Oh mein Gott, okay. Die Tankstelle wird
weggeballert. Sie hält aber noch stand. Sie hält noch stand, der Truck steht da noch drin. Ist da nicht explodiert? Okay, okay, okay. Das sieht noch alles ganz gut aus. Ja, hinten ballert sich in Ruhe so eins nicht ab. Ja, aber wir wollen ja natürlich wissen, wie es hier drin aussieht. Schnell hier weg. Und let's go. Die Tankstelle wird bombardiert. Oh, wir haben ein... Holy shit. Oh. Lichterloh. Ist voll wirklich schön. Ja, ich würde sagen, ne, das Feuerwerk hat es in sich gehabt. Und das meine Kinder. Jetzt wisst ihr Bescheid, was man mit zu viel Feuerwerk auf jeden Fall nicht machen darf. Eine komplette Stadt in Asche und, Schutt und Asche legen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega freuen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Oder in einer anderen Folge. Bis dahin. Ciao.